Jo, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. Hier ist Clive, da ist Torgal, da ist Jill und da ist Joshua, right? Wir sind hier in Tabor. Ist das ein Doppel? Ne, das ist kein Doppelpunkt, das ist so ein, ich weiß nicht, Apostroph nennt man das, glaube ich, ne? So wie bei Pokémon. Ich weiß bis heute immer noch nicht, was diese Dinger bedeuten sollen. Das hat irgendwie ein Stummzeichen, ich weiß nicht. Jedenfalls, wir sind hier in Tabor und wir müssen, glaube ich, irgendwie in dem Land hier sind irgendwie Gegner einmarschiert von hier diesen letzten Königreich, das wir noch nicht befreit haben, ne? Und Gav und Mit sind, glaube ich, irgendwo in diesem Königreich und hier Joshuas Begleiterin, Jote heißt sie, glaube ich, ne? Ist irgendwie voll der witzige Name ist. Das hört sich an wie so ein richtig altdeutsches Wort irgendwie, so wie Dirndl oder so. Gib mir meinen Jote bitte. Und ja, ich weiß nicht genau, warum wir die treffen müssen, aber Joshua will die ja treffen, glaube ich. Ich glaube, weil die Medizin für ihn hat oder so. Und ja, wir gehen jetzt einfach rein und gucken, was los ist. Ne? Jetzt mal haben wir ein paar Nebenquests gemacht und die Story ein bisschen weiter gemacht. Hier ist eine Eule. Und gucken wir mal, wie es hier weitergeht, ne? Ding Dong, Palem Palem. Ich habe das Gefühl, wir werden gleich angegriffen. Lord Clive Rossfield, es ist mir eine Ehre. Ich bin Jote, Ritterin der Ewigen, beauftragt mit dem Schutz seiner Gnaden Joshua Rossfield, Auserkorener des Phönix. Natürlich. Muss ich sagen. Warum ist er nicht da rein? Warum kommt er nicht einfach rein? Für dich vielleicht, aber... Die Ewigen sind treue Diener des herzoglichen Throns. Oder genauer gesagt, seines Erben. Sie dienen unserem Haus seit Generationen. Wenn auch im Schatten. Seit ihrer Gründung sind sie mit der Bewahrung und Durchführung der heiligen Riten der Ahnenkommunion betraut. Nach dem Vorfall am Phönixtor waren es die Ewigen, die mich geborgen haben. Seit ich Rosaria verlassen habe, hat Jote immer ihre schützende Hand über mich gehalten. Ohne ihre Hilfe hätte ich meine Reise wohl nicht überlebt. Bitte, erhebt euch. Euch gebührt mein Dank. Ihr habt meinem Bruder das Leben gerettet. Ich habe meine Pflicht getan. Berichte. Was hast du entdeckt? Euer Gnaden. Es ist wie befürchtet. Das Schiff, das wir in der Nacht der Katastrophe am Dominium erspäht haben. Es war die Einherr, ja. Ohne jeden Zweifel. Die schwarze Galeone. Joshua? Die Einherjahr ist das Valuta-Flaggschiff. Was haben die am Dominium zu schaffen? Als ich von Valuts Verwicklung in die Ereignisse in Drachenfang erfuhr, verspürte ich den Einfluss Ultimas und bat Jote und die Ewigen in der Sache zu ermitteln. Wir haben Grund zu der Annahme, dass die Schwarze Galeone nach Ausbruch der Kämpfe Anker gelichtet und Kurs nach Süden gesetzt hat. Nach Canva? Dann sind es die Valuta, die hinter dem Angriff stecken. Was von ihnen übrig ist, ja. Und die schwarze Galeone segelt nur auf Befehl eines Mannes. Barnabas Tarm. Ja, ist der König, ne? Der nackte König. Währenddessen. Oh Gott, wie oft hat er eigentlich noch dabei irgendwie so einen Tisch voller... Oder Leute haben, die sich streiten. Sicherheit? Die Stadtwache wurde bezahlt, falls ihr das meint. Ein Grund mehr für sie davon zu laufen. Es steht euch frei zu gehen, Herr Minister.
Verlassene Märkte, Lagerhäuser in Flammen, verkohlte Schiffsrümpfe verstopfen unsere Häfen. Canva ist ruiniert. Die Welt droht ins Chaos. Klopf, klopf, klopf. Und ihr habt nichts anderes als eure Finanzen im Sinn. Muss mich raten, sobald der König hier reingeht, sind alle ruhig und fühlen sich voll doof, ne? Ihr wagt es. Sehr geehrte Mitglieder des Rates, bitte verzeiht seiner Majestät diese Störung. Was habt ihr... Was hat das zu bedeuten? Etwas spärlich. Doch ich fürchte, dieser Ort muss genügen. Der Typ ist Ultima, ne? Also gut. Meine Herren, versteht ihr es nicht? Der König, er rettet uns aus den Klauen der Akasischen. Ein Geschenk des Himmels, eine göttliche Fügung, unser aller Erlösung. Und wenn seine Majestät eine Vergütung verlangt, sind wir natürlich gerne bereit, einen gerechten Preis auszuhandeln. Schweigt! Eure Ignoranz stellt euch bloß. Eurer Majestät, verzeiht, wenn ich irre, aber tragen die mordenden Heerscharen, die in Canvas Straßen das Blut der Bürger vergießen, nicht die Farben von Valut? Ihr könnt es also nicht leugnen. Wachen, ergreift sie und führt unsere Gäste in den Kerker. Ja genau, leg dich mit dem Typen an, der sich in Odin verwandeln kann. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das schief laufen könnte. Ja. Erbärmliche Kreaturen. Ihr euch einbildet, ihr würdet der Erlösung würdig sein. Das Mädchen ist noch hier, in dieser Stadt. Auch ihr Bewusstsein trieft vor Hochmut wie einst das ihres Vaters. Amen. Ein Bewusstsein, an das Mythos untrennbar gebunden ist, das ihn anziehen will. Es mit Leviathan. Geh und heiße ihn willkommen. Ja, Eure Majestät. Komm, Mythos. Das Licht des Prinzen kann dich nicht gesättigt haben. Der Typ sieht irgendwie aus wie so eine alternative Version von Clive irgendwie. So ein Player 2 Skin irgendwie. Also, wie lange ist Valut schon unter Ultimas Kontrolle? Das ist die Frage. Nach allem, was wir von Barnabas wissen, wenigstens seit einigen Jahren, vielleicht mehr. Mit welchem Ziel? Was ist Ultimas Plan? Das Bild. Zeig's ihnen. Naja, er hat ja die Esper der Dunkelheit, ne? Odin ist ja Dunkelheit, ne? Ich nehme an, das war ziemlich einfach, den irgendwie zu hypnotisieren oder so, ne? Bei den Flammen. Phönixtor, Drachenhauch und nun hier. Was ist es? Es ist alt, uralt sogar. Von dem Glauben, den es darstellt, ist nichts geblieben, außer was man dem Bild selbst entnehmen kann. Auch über das im Apoditerium wusste niemand etwas, selbst die Ewigen. Doch, ich glaube, die Bilder geben Auskunft über Ultimas Bestrebungen. Die Figur in der Mitte, unter der die Esper versammelt sind, sie halte ich für Ultima. Er ist ein Gott, zumindest gottgleich. Sieht aus wie die finale Form von Sephiroth in Final Fantasy 7. Und somit auch ihre Dominie
wenn er sich in dieses komische Engelviech da verwandelt. Während einige wie Barnabas diese Rolle akzeptiert haben, weigern sich andere, wie du, Clive, was ungelegen sein dürfte, da er dich am meisten zu benötigen scheint. Und Götter mögen keinen Ungehorsam. Ja, da hast du vermutlich recht. Clive, dürfte ich Jote vom See erzählen? Wenn du das möchtest. Jote, ich begleite meinen Bruder zu den freien Städten. Während wir unterwegs sind, möchte ich, dass du über Clives Kameraden wachst. Omir Lostelan Tui Sargelith. Es fehlt ihnen an erfahrenen Kämpfern, die das Versteck im Ernstfall beschützen können. Aber es ist meine Pflicht, euch... So wie es meines Bruders Pflicht ist, nicht wahr? Wenn es das ist, was ihr wünscht, euer Gnaden. Aber bitte, gebt Acht auf euch. Wenn euch etwas zustöße, ich... Du hast mein Wort. Wohl, Milord, Milady. Wir danken euch, Jutta. Finden wir unsere Freunde. Alles klar. Wir lassen einfach dieses heilige Bild hier liegen. Okay. Dieses uralte Bild. Wahrscheinlich vor dem Preis wert ist. Ich wusste. Sehr viel zu bedeuten. Sie mir auch. Deshalb musste ich sie gehen lassen. Okay, ist noch eine Quest. Okay, nee, zwei. Ich wusste, dass hier direkt schon wieder Quests kommen, nachdem ich hier fertig bin. Mit einem Clip hier in der Hauptstory. Einmalige Gelegenheit. Ist hier irgendjemand kann man ja, ich bin mutig. Zufällig mieten? Ich plane nämlich ein Attentat. Doch nicht. Ich bin drin. Nun, ja und nein. Ich nehme an. Bin ich an einen für jemanden meines Fachs wertvollen Hinweis gelangt. Ein stattlicher Alpavis wurde auf den Feldern von Korava gesichtet. So ein Vogel, ne? Alpavisse sind brutale Bestien. Aufgrund ihrer Natur gibt es fast keine ausgewachsenen Exemplare. Diese jedoch haben eine Haut von unschätzbarem Wert. Und du willst sie verkaufen? Letztendlich ja. Zuerst würde ich sie natürlich gerben, sodass sie zu einzigartigen Wunderwerken verarbeitet werden kann. Avis-Haut Chicken Nuggets. Ist schon ein seltenes Gut, aber das schöne Leder eines reifen Exemplars, das würde eine Summe einbringen, die selbst Gilbert vor Neid zu Tränen rühren könnte. Bring mir diese Avis-Haut und ich werde die kostbaren Früchte unserer beider Arbeit mit dir teilen. Du hattest mich schon bei Attentat. Na gut, ich erlege den Avis. Das hatte ich gehofft. Den Elvis mache ich fertig. In Zeiten wäre es töricht, eine solche Gelegenheit verstreichen zu lassen. Nimm das Osttor und folge dem Pfad. Dann halte dich an der Weggabelung rechts. Sobald du das Tovani-Tor erreichst, ist es nur noch ein Steinwurf bis zu den Feldern von Korava. Ich erwarte deine sichere und vor allem triumphale Rückkehr. Ich auch. Meins. Ich soll mich vielleicht mal hier so ein bisschen umschauen, ne? Hier gibt es bestimmt auch wieder irgendwie Schatztruhe mit super geilen Inhalten, ne? So Meteoritensplitter. Oh, läuft mir halt schon der Wasser im Mund zusammen. Wenn ich darüber nachdenke. Müssen wir irgendwo eine finden. Cyril ist ein seltsamer Geselle, oder?
Ist so dunkel hier, ne? Ich sehe ja kaum was. Und auf dem Bildschirm, wo ich spiele, sehe ich noch weniger. Oh, Jackpot. Oh, eine Goblin-Münze. Geil. Ich glaube, die kann man eigentlich nur verkaufen für mehr Geld, ne? Aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe jetzt nicht wirklich Geldknappheit, dass ich die irgendwie verkaufen müsste. Da, Jackpot, hier und jetzt. Boom. Noch eine Goblin-Münze. Zwei sogar. Oh. So geil, Schatztruhen hier zu öffnen in diesem Spiel. Na komm, noch eine. Keine mehr? Komm, noch eine. Komm. Komm, bitte ein Hattrick. Komm, noch ein Hattrick, so. Komm. Ist das gar nichts. So, da. Jackpot. Oh, Baby, ein Triple. Oh, mehr Asche. Geil. Oh. So, da ist die zweite Quest. Nehmen wir die auch. Bruder, du strammer Jüngling mit dem Schwert. Endlich. Bisher hat mir einfach niemand Beachtung geschenkt. Was ist los? An der Universität hingen die Studenten immer an meinen Lippen. Doch hier in der Ferne bin ich nur ein herumirrender Greis. An der Universität? Du bist ein Gelehrter? Ein Spezialist für alte Kulturen. Der versierteste in ganz Valestea, sagen manche. Lass dich von diesen zerschlissenen Lumpen nicht täuschen. Und ich bin ein Astronaut. Was gar nicht so weit von der Wahrheit entfernt, bis ich war schon im All, also. Sich hier ein Schwätzer, der von den vielen Stufen in Tabor besiegt wurde. Die Antworten, die ich suche, scheinen für mich in unerreichbarer Ferne. Würdest du einem alten Mann einen Gefallen tun und für mich die Treppen in Angriff nehmen? Für eine entsprechende Belohnung natürlich. Na klar. Ich soll also die Treppen nehmen und sie in meine Tasche packen. Dir ein paar Inschriften für mich einprägen. Vorausgesetzt, du kannst sie lesen natürlich. Man sagt, pass mal auf, Kleiner. Dass eine freundliche Seele Hinweise auf Tabors lange Geschichte in die Steine geritzt hat, die im Dorf verschwunden. Da war ich vorwärts gerade. Es sind drei an der Zahl. Je einer im Norden, Süden und Osten. Was mit Boston? Ich bin in der Hoffnung hierher gekommen, dass diese Inschriften Licht auf ein Rätsel werfen, über das ich schon lange nachdenke. Nämlich die sonst nicht dokumentierten Ursprünge des einzigartigen Volkes von Tabor, das sich so von denen der umliegenden Regionen unterscheidet. Ich kann nicht versprechen, dass ich mir alles perfekt merken kann. Merke dir, was du kannst. Den Rest füge ich zusammen. Geh zu den Kuppelpavillons. Unter jedem sollte ein solcher Stein zu finden sein. Okay. Mache ich doch gerne. Habe da sonst nichts zu tun. So, einer ist wortwörtlich hier. Du willst mich auf den... Das schaffst du nicht mehr. Okay. Kinder der Jäger, ich habe eure Berufung erkannt. Erntet den verheißenen Segen, dankbar und mit fleißiger Hand. Hier haben sich also Jäger niedergelassen. Okay. Danke für die Rekolle, Herr. Was ihr mit? Ihr Nomaden der goldenen Ebene, schlagt eure Wurzeln im Stein. Dieser Felsen sind nun eure Heimat, doch euer Stolz soll unvergessen sein. Von welchen goldenen Ebenen sind die Nomaden wohl hergezogen? Jäger, Nomaden. Die Pioniere. Diese meilenweit auf diesen Grabstein geritten. So, wo ist denn der letzte? Ah. Na gut. Lass dich raten, irgendwo gibt es noch einen vierten, ne? Wächter der Mutter, ihr habt den Grundstein gelegt. Wahret ihr heiliges Blut, solange der Schein des Kristalls euch prägt. Mein Gott.
Klar, ich mich wieder am Verlese. Stunde ohne die Erwähnung der Mutterkristalle. Ich sollte mit dem Alten sprechen, bevor ich alles wieder vergesse. Ich bin unglaublich dämlich manchmal. Wie er schon direkt gesagt hat, bevor ich alles wieder vergesse, ne? Die Inschriften sind für ihr Alter gut erhalten. Oh, wie gern ich sie mit eigenen Augen gesehen. Alter. Los, quäl mich nicht länger. Was hast ein paar Schritte kannst du eigentlich auch noch gehen. Das ist doch bestimmt irgendwie ein Haus, wo du auch zurückgehen musst, ne? Beginnen wir einfach mit der Inschrift im Süden, ja? Was steht dort? Welche war im Süden? Oh. Tollen, tapferen Mogelwächter. Wächter der Mutter. Wächter der Mutter. Ihr habt den Grundstein gelegt. Wahret ihr heilig Blut, solange der Schein des Kristalls euch prägt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das war. Faszinierend. Es scheint, dass die Gründer dieser Stadt Nachfahren der Gefallenen waren, welche die Mutterkristalle beschützen sollten. Doch ich frage mich, was die Wächter nur so weit von ihren heiligen Städten weggeführt hat. Machen wir mit der Inschrift im Norden weiter, ja? Nomaden der goldenen Ebenen. Ihr Nomaden der goldenen Ebenen, schlagt eure Wurzeln in Stein. Diese Felsen sind nun eure Heimat. Doch euer Stolz soll unvergessen sein. Oder so ähnlich, glaube ich. Ja. Ist wahrscheinlich wortwörtlich, genau. Du hast recht. Die Menschen in Tabor pflegen nomadische Bräuche, die sich nicht auf ihre Rolle als Wächter zurückführen lassen. Okay. Das ist wirklich sehr aufschlussreich. Nun zum letzten Stein. Oh, wie gemein. Ich glaube nicht, dass er da unter das war. Ich glaube, das hier, ne? Ihr habt eure Berufung erkannt. Kinder der Jäger, ihr habt eure Berufung erkannt. Erntet den verheißenen Segen, dankbar und mit fleißiger Hand. Ich hätte einfach irgendwas sagen können. Und so fügen wir den Gründern von Tabor ein Jägervolk hinzu. Das letzte Teil des Rätsels. Drei Inschriften. Eine für jedes der drei Völker, die Tabor im Altertum besiedelt haben. Wächter des Mutterkristalls, Nomaden aus den weiten Ebenen und zu guter Letzt Jäger, die hierher gekommen sind. Deshalb war es so schwierig, die Wurzeln der hiesigen Kultur zu ergründen. Sie ist aus drei völlig verschiedenen Traditionen hervorgegangen. Trotzdem muss man sich doch fragen, warum diese Tatsache unter den Gelehrten nicht besser bekannt ist, wo doch die Steine hier für alle sichtbar stehen. Zu viele Stufen vielleicht. Niemand hier kann lesen. Und zwar viel zu viele. Hier, vielen Dank. Niemand hier kann lesen, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Danke. War relativ simpel. In Stein gemeißelt. Ja, noch eine Goblin-Mütze. Yeah. Ich wollte Torgeil streichen, geht hier nicht. Das eine Mal, wo ich den streichen will. So, ach, ist ja wieder irgendwo da unten. Na gut, also ja, ich soll so ein Piepmatz erledigen, genau. Schon ganz vergessen. Hey, hoppa. Bereit? Pfleg, Ambrosia. Come right on the chocobo. Come on right on the chocobo. Yeah. Das ist das einzige, was Final Fantasy 13 2 rausgebracht hat, was mir gefallen hat. Und dann gehe ich ins Internet, gucke mir, wie alle anderen das Lied gefunden haben, und ja, ich bin natürlich wieder der Einzige, den das gefallen hat. Ich hasse es. Ich hasse es, wenn das ganze Internet irgendwie gegen mich ist.
Oh nein, du bist so ein Drache. Ich dachte, Avis ist doch so ein Vogel. Er mag alt sein, aber kampflos ergeben. Aber ich bin älter. Okay. Das ist der Kampf wieder für heute. Jawohl. Ups. Ich dachte, ich habe zum Barmut gewechselt. Oh, komm her. Ich feuere meinen Laser. Oh, ich kann den Angriff so abbrechen. Warum soll ich das jemals tun? Ich soll eher mal machen. Ja, ich glaube, ich bin zu stark irgendwie. Bonk. Ich meine, da kann natürlich auch sein, dass wir hier Jill und Joshua auf unserer Seite haben. Ich glaube, die nehmen auch schon auch so ein bisschen ja was beisteuern, dass die Gegner so schnell kaputt gehen. Riecht furchtbar. Hoffentlich ist sie den Gestank wert. Okay, aber relativ chillig. Zurück. Ich soll das ausnutzen, dass ich hier zwei Partymitglieder habe, die mir da helfen können, ne? Macht es bestimmt ein bisschen einfacher. Ich weiß nicht, wie viel Einfluss die letztendlich auf den Kampf haben oder ob das so wie in Kingdom Hearts ist. Ich wurde schon ganz und Goofy und Donald nicht wirklich irgendwie was machen. Ich meine, die machen schon irgendwie was, aber man ist selber irgendwie mehr so die treibende Macht, die den Kampf entscheidet. Wenn man Donald und Goofy irgendwie allein irgendwie gegen jemanden kämpfen lassen würden, dann ja. Und doch so eisern wie ihre Tugend. Würde das ewig dauern. Was ich mir erhofft hatte und mehr. Jetzt, wenn man alle Attacken und so weiter einstellt bei denen. Vertrauen gerechtfertigt. Du musst ein erfahrener Jäger sein, um ohne einen Kratzer so ein Biest erlegen zu können. Warum wirst du nicht mein Partner? Mit meinem Vermögen und deiner Kraft könnten wir so reich werden wie die alten Handelskönige. Das war eine einmalige Sache. Ich habe schon genug zu tun. Na gut. Unsere Begegnung war zwar sicherlich vorherbestimmt, aber es wäre unschicklich von mir zu betteln. Dann werde ich dich jetzt auch nicht weiter aufhalten. Hier, für die Haut. Ich habe das nur aus Spaß gemacht. Verstehe mich hier nicht falsch. Ich liebe es halt einfach nur zum Morden. Okay. Weiter mit der Story. Das ging ja relativ schnell. Was waren das jetzt hier? 10 Minuten. Nebenquests. Weiß ja nicht, ob wieder neu irgendwo aufgetaucht sind, aber was soll's. Oh, wer ist das? Da kleifst du doch nicht immer sofort dein Schwert. Cyril. Wie läuft die Suche? Haben wir doch gerade gehört. Gut, euer Gnaden. Mein Bericht wird euch bald erreichen. Jote ist auf meine Bitte hin ab jetzt andernorts beschäftigt. Es ist ihre Pflicht, euch zu schützen. Gewiss. Doch wie ihr seht, ist mein erster Schild wieder an meiner Seite. Gestatten, Cyril, Ritter der Ewigen und Führer der Flammenfeder. Ernannter Chronist und Schreiber seiner Gnaden Joshua Rossfield, dem Auserkorenen des Phönix und Großherzog Rosarias. Was war das? Ich habe Cyril, das haben wir ja nicht ein bisschen mehr geheim halten. Über die Nachforschungen zu Ultima zu führen. Alle Hinweise seiner Brüder. Obwohl er ist ja nicht wirklich jemand, der uns noch. Und unsere Mutter ist tot, ne? Nicht, dass uns irgendjemand noch jagt jetzt, ja. Zu wenige, Milady. Doch jeder einzelne von uns ist dem Phönix treu ergeben. Damals, wie auch heute noch. Auf ewig. Verstehe. Wie du siehst, war ich all die Jahre nicht allein. Und ohne die Ewigen wäre ich nicht hier. Vertrau ihnen, Clive. Ja? Ist der Phönix das Licht, sind wir die Schatten, die sein Strahlen entfaltet. Im Verborgenen wollen wir dienen.
so wie ihm, nun auch euch. Okay. Bitte nehmt dies an euch. Oh, noch ein weiterer Pin. Ja. Ein Phönixfeder. An diesem Abzeichen können die Mitglieder unseres Ordens euch erkennen. Sehe ich aus, als wäre ich tot? Nein. Phönixfeder ist normalerweise ein Wiederbelebungs-Item. Final Fantasy. Wenn Partymitglied K.O. geht. Aber so was gibt es ja nicht, ne? Cyril scheint etwas. Noch mehr Quests jetzt. Normalerweise bekommen wir immer neue Quests, wenn wir so ein Ding bekommen. Kameraden Joshua. Sagt derjenige mit den Shiva Dominus und diesen Riesenhund, der sich irgendwie in so einen magischen Wolf verwandeln kann. Verzeiht, doch ich war gerade im Begriff aufzubrechen. Ich muss die Berichte unserer. Und weiß jeder, wer ich bin? Okay, ah, und hier kommt man dann zurück, ne? Ist eine Gebiet. Bist du sicher, dass die Richtung stimmt? Halt den Mund, Joshua. Das war voll grundlos, einfach voll gemein. Halt die Fresse, Joshua, sonst hau ich dir eine runter. So voll unbegründet. Okay. Bin nicht gesprungen, irgendwie ist irgendwie von alleine gesprungen. Das ist so schwierig hier, ne? Ich habe ja jetzt zwei Bildschirme. Ich spiele auf meinem PC Bildschirm jetzt, ne, seit ein paar Monaten, weil ich jetzt ein Aufnahmegerät hat, hat auch irgendwie, weil nicht jetzt nicht irgendwie so ein Delay hat von so ein paar Sekunden. So. Oh, da ist ein Kopfgeld. Ja, stimmt, da war ja was, ich erinnere mich. Das Rudel, Rang C. Oh nein, ob ich das schaffe. Wo dieses Wespen. Dieser Wespenschwarm, der war auch nicht so einfach, ne? Okay, wie ist Titans Angriff immer noch nicht aufgeladen? Ah, warte. Aua. Boom. Ja, hab ich mir schon gedacht, irgendwie so. Aha. Aha. Alter, du hast den Angriff abgebrochen? So, komm her. Jetzt nicht nur von oben kommen auch noch Strahlen, ja. Voilà. Ja, ich habe mich doch gerade verwundet. Was ist das? Alter. Nicht dein Tag, ja. Ja, funktioniert sogar gegen die. Ja, sind halt nur normale Gegner, ne? Na gut, wow. Ah ja, Joshua kann ja auch irgendwie so einen Strahl abfeuern, ne? So. Nein, kein Jagdfieber für euch. Ah, ist ja trotzdem durchgekommen. Alter. Alter, komm mal da runter. Ja, Vorsicht. Aber ja. Bonk. Ausgleichen. Habe ich mir schon gedacht, dass es nicht so schwierig wird. Die hätten sich nicht mit dem Leitwolf anlegen sollen.
Skull Clive. Sieht so aus, als wäre ich jetzt das Alpha des Rudels. So. Die haben sich bestimmt jetzt ausgejault. Und los. Was sagt man so schön, war Hunde? Hunde, die bellen, beißen nicht. Komm, hilf mir mal jemand aus, ey. Noch irgendeinen coolen Spruch. Okay. Oh nein, noch mehr Hunde. Ich will einfach nur gucken, was hier noch ist. Ich weiß, da kommt man irgendwie runter, aber ja, vielleicht ist ja irgendwie an da oben noch irgendwie so was. Oder haben wir jetzt einen Weg hier irgendwie? So wenige von euch. Oh, jetzt ist da irgendwie. Okay, ja, da ist gar nicht das. Das ist gar nicht das Gebiet. Ich dachte, da wäre dieses Gebiet, wo irgendwie so eine Wand war, wo man irgendwie nicht hochklettern konnte oder so. Ist hier irgendwas am güldenen Pfad? Ich will da keine wichtige Schatztruhe hier verpassen, ne? Wo irgendwie geiles Zeug drin ist oder so, ne? Hey, Vorsicht. Hast du was schön? Oh. War so in Stimmung mit der Musik hier. Na gut, geht zum nächsten Gebiet. Ja, wie gesagt, bei mir auf dem Bildschirm ist das irgendwie sehr viel dunkler, auf den ich hier gerade spiele. Wenn ich hier rechts zu meinem Fernseher gucke, ist das viel heller. Obwohl ich glaube, irgendwie auf meinem Fernseher schon wieder ein bisschen zu hell. Das sieht irgendwie so komisch aus. Ich glaube, das ist schon so irgendwie so die Helligkeit, was irgendwie so vorbestimmt war. Orks. Nee, renn mal an dem vorbei, würde ich sagen. Ich meine, solange ich hier keine Schatztruhe irgendwo erspähe, dürfen die noch leben. Das scheint noch nicht der Fall zu sein. Ah. What? Kommt man da hoch? Nee. Ich denke jetzt gerade irgendwie an Star Wars, ne? Das sah aus wie so eine Wand, die man irgendwie so hochklettern kann. So. Hm. Also irgendwie nur so ein Gebiet. Das ist aber nichts. Okay. Und wir gehen nach rechts. Schon mal gegen die gekämpft? Bin mir jetzt nicht sicher. Ja, schon einige von denen noch sehen, ne? Im Laufe des Spiels. Oh nein, da kommen wir doch nie im Leben durch. Erstmal der Schatztruhe irgendwo in den ultimativen Waffe oder so. Wir denken, wie lacht, wenn es in diesen Spielen Ultima Schwert oder so gibt. Gibt es halt in manchen Final Fantasy Spielen. Also die ultimative Waffe, so wie der Name schon sagt, ne? So, da sehe ich ein Teleport-Dingen. Ja, schon mal gut. Also zu den freien Städten in Kanva. Oh. Vom Wegreiten haben wir ja den Rauch gesehen. Oh Gott. Na dann mal rein da. Aber die feiern bestimmt nur eine Party oder so.
Kanva scheint sich noch nicht geschlagen zu geben. Ob wir in dem Gewirr Gav und die anderen finden? Wir wollten uns in einem Lager am Hafen treffen, wenn etwas schief läuft. Beeilen wir uns. Okay, Storygebiet. Ja, geht so aus. Ja. Ich wollte schon sagen, ob ich jetzt. Hey! Sind ja schon wieder los. Na, ich wusste ja, kommen wieder neue Quests, nachdem ich hier die Phoenix wieder. Ich sehe ja schon wieder drei Quests auf der Karte. Boah, ich war doch gerade da. Also gerade vor ein paar Parts, ne? Weißt du, nachdem ich die Phoenix wieder einsammle, kriege ich schon wieder ein paar Haufen neue Quests. Wenn das funktionieren soll, brauchen wir Hilfe. Seid ruhig, gib mir eine Quest. Wie gerufen. Natürlich. Wie es so will, brauchen wir gerade jetzt jemanden mit deinen Vorzügen. Und was wären das für Vorzüge? Deine Furchtlosigkeit und dein Geschick mit der Klinge. Ich höre. Ich nehme an. Wie du denken kannst, brachte der dunkle Himmel noch einiges mit sich. Eine Welle des Chaos überschwemmte die Republik. Chaos? Randela ist in einem. Steht auf einmal Jack so neben Clive. Viele Träger in der Hauptstadt haben ihre Herren verloren. Oder die Gelegenheit genutzt zu fliehen. Natürlich. Wer ist wohl stärker, Jack oder Clive? Die meisten finden sich in der Obhut des Heeres wieder, ehe sie weit kommen. Doch auch im Heer regiert das Chaos. Und man ist nicht in der Lage, die neuen Schützlinge zu versorgen. Warum betont so Chaos immer so komisch? Chaos. Und du willst sie kaufen. Damit diese herrenlosen Träger herrenlos bleiben. Ganz richtig. Die perfekte Gelegenheit, um Dutzende zu befreien. Und das zu einem attraktiven Preis. Und wo genau kommt meine Klinge ins Spiel? Wir haben zwar die Mittel, um diese Träger zu kaufen, können sie aber nirgends unterbringen. Also haben wir einen Ort gesucht, wohin wir sie umsiedeln können. Irgendwo weit weg von den neugierigen Augen derer, die sie erneut versklaven wollen. Und wir glauben, einen gefunden zu haben. Kaschlok. Ein kleiner Weiler versteckt in einer Schlucht. Der Ort wurde vor langer Zeit aufgegeben. Aber als die Menschen auszogen, zogen die Bestien ein. Deshalb suchen wir einen furchtlosen Schwertkämpfer, der wilde Tiere nicht scheut. Damit dort wieder Menschen leben können. Hilfst du uns, Clive? Aber natürlich. Wie könnte ich nur ablehnen? Wie könnte ich ablehnen? Exzellent. Wie könnte ich nur jemals ablehnen? Ich mache das Wort voll gerne. Das erfüllt meine Seele. Natürlich, überlass das mir. Ich kann nicht ruhig schlafen. Das hättest du auch alle Hände voll zu tun. Hab ich. Schließlich müssen wir das Dorf auch bewohnbar machen. Mit Möbeln und all dem. Die Sachen vorzubereiten wird ein schönes Stück Arbeit. Wir sehen uns also später. Versuch bitte den Ort zu sichern. Der Typ sieht auch irgendwie aus, als wäre er irgendwie eine alternative Version vom jungen Clive, als er noch irgendwie anders aussah. Das Dorf liegt in Scherdras Zirn, hinter der Letni-Kluft. Mein Gott, Clive sah so anders aus. Mit 15. Oder wie auch immer. Wie alt er auch immer war damals. Das wirst du sicher nicht brauchen. Eine Vor-Weibern-Zeit. Wäre auch cool gewesen, wenn sein Name Weibern gewesen wäre. Wer gibt dich nach Kaschlok? Mache ich doch gerne. Tackeln wir diese ganzen Nebenquests auch noch, dann können wir beim nächsten Mal in der Hauptstory direkt weitermachen, ne? Taucht einfach so auf. Ich wurde gerufen. Oh, ich bin wieder voll. Wie ist denn das passiert? Oh, ich nehme an, weil ich gerade auf der Karte gewesen bin, ne? Ja. Haha.